Im letzten Video habt ihr ja gesehen, S65 Motoren sind langsam rar geworden. Das gilt eigentlich für alle M-Motoren, S65, auch V10 und so weiter in Deutschland. Unter 10.000 eigentlich kaum noch erhältlich. Naja, und wenn man mal im Ausland ist, im Urlaub zum Beispiel, dann kann man ja mal ein bisschen die Augen offen halten und schauen, was es da für Angebote gibt. Und darum geht es in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Hallo 30 Freunde, ich grüße euch aus Dubai. Zum Jahreswechsel will ich in der Hälfte fahren mit Family, erstmal ein bisschen Urlaub machen, aber einen Tag gönne ich mir auch, um im Charger mal den Usage Car Market anzugucken. Kennt ihr ja von YouTube, einige YouTuber gucken hier nach AMG, G-Klassen und was weiß ich, was hier noch alles so gibt. Ich will mal schauen, ob man was BMW-technisch auch findet. Also das Erste, was du gleich bekommst am Flughafen, ist erstmal eine SIM-Karte mit 1 GB Datenvolumen. Weil ohne Internet läuft hier nicht viel. Ansonsten brauchst du eigentlich nur Money, Money, Money. Ist durchaus ein teures Pflaster. Ansonsten habt ihr schon gesehen, hier fahren also sehr viele Luxusautos rum. G-Klassen natürlich, ganz viele Lambos, sehr hohe Urus-Dichte auch. Also Urus habe ich in Berlin 1-2 gesehen, hier wahrscheinlich schon 10 so in kürzester Zeit. Urus ist hier auf jeden Fall ein großes Thema. Ansonsten ist hier abends auf dem Boulevard oder auf dieser Straße hier am Strand ständig auch ein bisschen Soundcheck angesagt. Das heißt, die Kollegen fahren hier mit ihren heißen Kisten lang und lassen sie mit dem Gas ein bisschen spielen, solange der Stau das hier zulässt. Mal sehen, vielleicht kriegt noch ein paar Aufnahmen rauf, ein paar Soundchecks für euch, wir werden sehen. Und jetzt haben wir erstmal eine Dreiviertelstunde locker vor uns von Dubai Marina aus. Jetzt haben wir es um kurz nach acht. Da ist der Verkehr noch wunderbar. Wenig später wird es dann hier sehr, sehr, sehr voll. Und dann kann das auch schon mal 2 Stunden dauern. So, jetzt sind wir hier angekommen in Sharjah, Area 3. Und hier gibt es 2 Adressen, die ich gegoogelt habe bezüglich gebrauchter BMW-Teile. Eine ist hier direkt hinter uns und eine andere ist noch weiter da vorne. Das heißt, da gehen wir erstmal schauen, was sie da an Motoren und an Autoteilen rumliegen haben. For M engines, S62 or others S63. Yeah, I have it. Standard engines only. Can I make a lot of video? No? Yes? Okay, thank you. Seine Motoren. Naja, das ist N50, W30, aber alles so kleine Standarddinger. Räder, okay, Lenkgetriebe ohne Ende, bisschen BMW-Navi, N52, B25, naja. Cockpit.
gehen wir mal zu dem anderen nochmal schauen, ne? Haben sie nach Fabrikaten sortiert, hier ist BMW-Zone quasi. Guck mal da, eine Miezekatze. Okay, weiter. M5, M3 Engines. No, ne? M-Not. Yeah. The biggest one is MN55 SE, ne? 3 liters. In 20 and 63 I have. No, 63. No, 4.8, 4.8 engines. 8-Zylinder? 4.8, also 8 Zylinders. 8-Zylinder I have. 2015 I have 8-Zylinder. Yeah, 16. 3 turbos? 3 turbos. Have you seen? Yeah. This Ford F02 is 2015-16 coming. What is the price for this? The complete I give you 17,000. Yeah. Mm-hmm. And I have also 2013, they like this. Ja, Mizi, du willst mitkommen, wa? Sieht ganz schön dünn aus. Hier gibt es also für dich nicht viel zu fressen, wie es aussieht. Das ist auch ein sehr gefährliches Pflaster hier. Wenn man guckt, hier ist gleich die Straße. Hier ist immer Trubel. Naja. Wenn es weiter geht, kommt die mit. Dann hast du die an der Backe. Mercedes stehen da, ne? Ich muss mal ganz kurz überlegen, ist es da lang, hast du uns gefahren? Ja, ich glaube, es war da vorne weiter. So, der Kollege hat jetzt hier einen M5 da. Mal gucken, was das für einer ist. Ist auch alles voller BMW. Morning. Das sieht schon mal sehr aufgeräumt hier aus. Was ist das, ein M5? Ah, das ist not perfectly, it's a M3 engine, perfectly. The S65 is this. Do you think it works? Little damage here. What is the price for this? Price 18,000. 18,000? Dirham. 18,000 is 18,000, ne? 18,000, 4,000-5,000 Euro. You think it works? Yeah. Because a little damage here on the side. And is the gearbox also on the engine? Yeah. Is this ECT or manual? You know manual. It? Manual. Can we see it? Okay. Uh-huh. Ob es ein manuell ist oder ob das ein normaler ist hier. Ich kann es nicht erkennen. Ich weiß nicht, noch was. Alter, das ist doch Hammer. Guck das mal an hier. Da war noch ein M54 stehen. 2,8er. I see you have a V8, sir. Yes. It's a 645. I have a card, you can... V2. Automat, ja, ist okay, Doppelkupplung. Hm? Automat, okay. Okay. 4.4 ist es, ne? Ja. Yeah. 65, 45, okay. Mhm. What's the price for this? This one 3000. 3000, ja, ist ja fair, ja. 5 Liter. Motoren hier, ne? Aus dem 6er oder aus dem 7er auch.
noch interessanter Automatik dran. E66 705. Okay. What is the price? How much do you have of this engine? It's also the same, I think. 3,000. Okay. 800 Euro quasi ungefähr, ne? Nicht ganz. Ne? Before the M5 car complete. M5. M5? Yeah. This is what I want to see. Yeah, I want to see. Complete car. Complete car, also, yeah, also yeah, nice. I think it's complete car. Half coming, half, one half. So, also das hat jetzt hier an interessanten Motoren, also diese N62 und auch die 5 Liter davon. Ansonsten hier die üblichen Sechszylinder-Maschinchen. Diese V8-Maschinen da hinten, egal ob 4,4 oder 5 Liter, die kosten 3.000 Dirham, wenn ich die richtig verstanden habe. Die kleinen wüsste ich gar nicht. Da kostet der gesamte Antrieb, die ganze Kiste, wie sie da steht, 18.000, wenn ich das hier verstanden habe vorhin. Mal diesen Motor hier ein bisschen genauer an, diesen M3 Motor hier. Also wenn hält die Haube hoch, ja, ohne sie nach hinten zu schmeißen. Also der Wagen hat hier auf jeden Fall vorne einen ganz schönen Klatscher gekriegt. Hier ist Kühlerschlauch damaged. Gehäuse sieht noch gar nicht so schlecht aus. Laufleistung ist natürlich auch unbekannt. Lichtmaschine hat einen drauf gekriegt. Ich denke mal, der Längsträger hier, der wird hier durch den Motor begrenzt worden sein. Von daher ist die Frage, ob das hier alles gut gegangen ist. Sieht erstmal nicht schlecht aus. Ja, nähere Prüfung ist hier natürlich nicht unbedingt möglich. Hier sieht man auch verbogene Spannrollen und auch Ölkühlerleitungen. Also schon ein bisschen Risiko. Ich hätte gerne einen genommen, der vorne ein bisschen besser wäre vom Zustand. Das ist ja also Doppelkupplungsgetriebe auch. So, Steuergerät auch noch dabei. Ist schwer zu sagen, ich glaube eher nicht. Das ist kein Problem. Hat auch die falsche Haube drauf, das ist ja keine M3-Haube hier, oder? Nee, das ist irgendeine andere Haube. Die Haube ist hier von einem N52. Standardbremse am Start. Ja, wir werden das dann mal fragen wegen Bremsen. Mal gucken, ob er noch ein paar dicke Bremse für uns hat. Did you have brake calipers? Calipers, brakes? Calipers, wie man da? Sir? Hier schon mal ein paar Achsen rum. Differenziale, aber keine VW 30, was ich hier so sehe auf jeden Fall. Sportmann, ah, ja. Ah, das ist doch gut. Das ist doch gut da hinten, ne? Das ist eine große Brembo-Bremse von einem, ja, keine Ahnung. Ja, looks, this is the right, this are the right things. Big red one. Mm. Mm. Here from this is also nice. The, this car has also nice brakes. Here's a. Also good. Mm. So, mal gucken, ob wir hier so einen großen. Das ist ja keine originale BMW-Bremse hier, das ist ja irgendwas Großes hier. From what car is it? Did you know it? What? BMW F10. F10. But not standard from BMW, this is aftermarket, I think, or? Yeah, this from BMW. From BMW? Yeah, BMW. 520 F10. Ah, ja. 2014, 2013. Also soll original BMW sein, F10, mit hier auch Gewindefahrwerk dran und so weiter.
sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, mit der könnte man gut arbeiten, mit dieser Anlage hier. Die wäre wahrscheinlich was für meinen M3. Also das hier ist auf jeden Fall Schrott, das sieht man schon, ne? Bisschen albern hier, so eine Nachrüstbremse. What do you think about this price for this? Price, this one, Dirham 1,500. Mm-hmm. $400. Hmm? $400. Yeah, wir gucken uns das nochmal von hinten an mit der Bremse, was da drauf steht. Ja, ja, das ist so perfekt. Ich guck mal, was das für ein Fahrrad eigentlich ist. Das ist very heavy, I think, oder? This, I also need this part. Yeah, yeah. Perfectly. Yeah. The other parts I, is not, yeah, not so important for me. Mm. Yeah, no. Can I have a, I want measure this size. Have you what to measure this size? 400 and what millimeters this is? The size? Have you what from? Oh, yeah? Oh, kein Problem. Ein Handy-App für, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. 6-Kolben-Sattel Brembo auf jeden Fall hier, ne? Und das Fahrwerk ist ein D2-Fahrwerk. Das, ja, das ist aber mehr, das ist eine 400er Bremsanlage. Ah, ist doch trotzdem okay, ist okay von mir. Need new paint and then it's okay. Also die Anlage war schon mal nice, aber es gibt bestimmt noch diese kleinen 4-Kolben vom BMW, das nicht. Weil der 435 hier, der hat nämlich kleine, schnuffige 6- oder 4-Kolben. Mal gucken. Die sind auch in Deutschland sehr rar geworden. Ob sich das mit Shipping lohnt, ist natürlich die gute Frage. Nee, nicht zu sehen hier. Gut, die X5M-Bremse vorne wäre vielleicht noch interessant, aber auch nicht so. Alles hier schon neue Konstruktionen. X6, ne? Ja, für Steered in Front, yeah. Justin. Nein, das ist too big for me. Das ist okay. Das ist M3, okay. So, rear one from the M3. Hintere Bremse vom M3. Kurz 5000. Ist auch super. Yeah. Ich, yeah, yeah, yeah. We must take a look. Okay. Yeah. Okay. Mm. Engine is inside? Yeah, it's inside. Same way, mal gucken, was das für ein Motor ist. Was hier auf dem X6M Motor ist. Oder was anderes. Yeah. Kann auch ein kleiner Motor sein, der nur diese Front hat von dem X, ne? Aber der, die Bremse war ja auch sehr riesig. Das Ding meine ich nicht. Ich meine den roten. Der sieht ja aus wie unser von vorne hier, ne? Nur, dass er die etwas größere Bremse hat. Und das ganze Paket hier, das wäre doch schon mal richtig nice. Ja, das war's. Ist das der richtige Motor? Erst mal gucken. Sieht aus wie ein V8. Könnte sein. Ist ja auch super billig, oder? 4,5. Ein Rechtslenker halt. Thank you. Dicke Bremse dran. Teppich eiskalt durchgeschnitten. Das ist das Motorsteuergerät? Nee. Wer weiß. Jetzt guck mal, Taro dabei. Leder hat es halt nicht erlebt. Kardanwelle. Nice. 400.000 Dirham ist auch eigentlich nichts, ne? 1.125. Komischerweise ein Rechtslenker mit kleinen Kennzeichen. Ne? Auch komisch, Japan wahrscheinlich dann. Ne? Japanese Car. Ist ja erstmal nicht schlecht eigentlich, dass er aus Japan kommt.
Naja, die Front kriegst du auch noch verkauft, wenn die original ist, was durchaus sein könnte. Die original ist. Ja, sieht gut aus. Gut verkleidet hier überall. Nicht uninteressant. So, jetzt sind wir bei dem Laden, den ich auch gegoogelt hatte. Auch großes BMW-Zeichen draußen dran. Ja, die anderen würden rübergehen, wir warten mal noch, oder? Nach dem Moped würde ich sagen. Nach diesem kleinen hier. So, der Onkel hat hier nämlich draußen auch schon mal die richtigen Zeichen dran. Das sind zwei verschiedene Läden, guck mal. Naja, dann gucken wir mal, ob wir hier filmen dürfen. Also der hatte jetzt erstmal auch gar nichts am Start, keine M-Engines. Ja, gucken wir mal hier weiter, was hier noch so kommt. Hier sieht schon wieder gut aus. Ja, sieht schon mal gut aus. Sehe ich schon mal einen Twin Turbo. Ein bisschen kannst du mir mal geben. Ja, weiß nicht, ob der langlaufen solltest, oder? Nee, komm mal wieder raus. Das ist mir zu gefährlich da. Wir gehen mal ihm hinterher, komm. Ups, ja. Baby. Also die Jungs hatten jetzt auch nichts für uns, aber wir waren ja schon fündig, das hat es ja gereicht, was wir gerade schon gesehen haben. Das heißt, ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal die Area, weil hier wird es jetzt doch ganz schön dirty. Wir schauen mal, wo es komplette Fahrzeuge noch zu verkaufen gibt. Okay, erstmal gucken, was wir hier ein Taxi finden. Hier ist schon eins, vielleicht nehmen wir das gleich, mal gucken, was der sagt. Soweit hier der erste Teil meiner Dubai-Tour. Jetzt haben wir also mal geschaut, was es hier an M-Motoren in Sharjah zu holen gibt in diesem Industrial Area hier. Im nächsten Teil schauen wir mal nach kompletten Fahrzeugen, verunfallten Fahrzeugen. Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird auch da sehr wild, was wir da alles gefunden haben. Und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, bis zum nächsten Video.